Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen zu unserem heutigen DigiDem Bayern Science Watch Live Webinar. Ja, noch bevor eine Demenz auftritt, kann man sich schon auf die Suche nach möglichen Spuren von biologischen Veränderungen im Gehirn machen. Doch ist eine frühzeitige Diagnose überhaupt empfehlenswert? Aktuelle wissenschaftliche Veröffentlichungen beschreiben verschiedene Vor- und Nachteile der Alzheimer-Frühdiagnostik, mit denen sich auch unser heutiger Gastreferent, Herr Professor Dr. Elmar Gräßel, gemeinsam mit Natascha Lauer beschäftigt hat. Basierend auf der Diskussion von verschiedenen Vor- und Nachteilen der Alzheimer-Frühdiagnostik wird er uns seinen eigens entwickelten Entscheidungsbaum vorstellen, der im Einzelfall praxisnah bei der Entscheidung für oder gegen eine Frühdiagnostik helfen soll. Doch viele Personen stellen sich die Frage, wozu überhaupt eine Alzheimer-Frühdiagnostik? Gibt es denn überhaupt Arzneimittel, die bei einer Alzheimer-Erkrankung tatsächlich wirken? Auch hier werden wir heute einen aktuellen Stand aus der pharmakologischen Forschung erfahren. Daher freue ich mich sehr, unseren heutigen Gastreferenten, Herr Professor Dr. Elmar Gräßel, bei uns im Webinar begrüßen zu dürfen und möchte Sie vorab natürlich auch einmal kurz vorstellen. Herr Professor Gräßel ist Arzt und Versorgungsforscher und leitet das Zentrum für medizinische Versorgungsforschung am Universitätsklinikum Erlangen und ist außerdem einer der Projektleiter von DigiDem Bayern. Er ist auch schon seit vielen Jahren in der Lehre und der Versorgungsforschung zum Krankheitsbild Demenz aktiv und hat auch bereits verschiedene wissenschaftliche Studien hierzu durchgeführt. Bevor wir nun aber zum Vortrag kommen, möchte ich Ihnen noch ein paar Hinweise zum Ablauf des heutigen Webinars und zur Technik hier in GoToWebinar geben. Auf der rechten Seite sehen Sie einmal meinen Kollegen Florian Weidinger. Er betreut heute den Chatroom, über welchen Sie Ihre Fragen und Kommentare direkt stellen können. Nach dem Vortrag wird es dann die Gelegenheit geben, einige der Fragen zu beantworten. Mich, Maren Dehler, sehen Sie auf der linken Seite und ich darf das heutige Webinar moderieren. Kurz zum technischen Umgang mit GoToWebinar. Sie als Teilnehmende sind während des gesamten Webinars automatisch von uns stumm geschalten, können aber hier im rot markierten Feld gerne Ihre Fragen an uns stellen. Wie immer wird es auch heute wieder einen Mitschnitt des Webinars geben, welchen Sie in den kommenden Tagen dann über unsere Mediathek auf der DigiDem Bayern Webseite oder auch über YouTube noch einmal ansehen können. Als letzten organisatorischen Punkt möchte ich Ihnen auch noch in aller Kürze unser Projekt DigiDem Bayern vorstellen. Unser sogenanntes DigiDem Haus basiert auf zwei zentralen Säulen. Auf der rechten Seite sehen Sie die Säule unserer digitalen Angebote. Insgesamt sollen die verschiedenen digitalen Angebote die Versorgungssituation Betroffener stärken und bestehende Angebote vor Ort ergänzen. Unsere Webinare sind ein Teil davon. Die zweite zentrale Säule stellt unser digitales Demenzregister dar. In diesem erheben wir Informationen von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen und deren pflegenden An- und Zugehörigen in ganz Bayern, um schlussendlich deren Lebenssituation langfristig zu verbessern. Für die Befragungen sind wir auch fortlaufend auf der Suche nach neuen Forschungspartnerinnen vor Ort, die Befragungen mit Betroffenen durchführen. Das heißt, wenn Sie sich eine Zusammenarbeit vorstellen können und Sie in Kontakt mit Betroffenen stehen, schreiben Sie uns doch gerne unter der hier angegebenen E-Mail-Adresse an. Oder alternativ können Sie auch hier im Chat eine kurze Nachricht hinterlassen. Dann werden wir uns im Anschluss an das Webinar bei Ihnen melden, um alles Weitere zu besprechen. So, damit haben wir das Organisatorische nun geklärt und können an dieser Stelle zum Vortrag übergehen. Dazu darf ich Sie, Herr Professor Gräßel, ganz herzlich als heutigen Referenten bei uns begrüßen und übergebe Ihnen auch direkt die Steuerung und das Wort. Genau, jetzt müsste es funktionieren und wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag. Also guten Morgen, guten Mittag allen Zuhörenden, liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, ich habe heute ein ehrgeiziges Thema mit Ihnen vor, nämlich die Kontroverse um die Alzheimer-Frühdiagnostik zu besprechen. Dieses Thema hat mehrere Facetten. Es ist auch relativ komplex von den Hintergründen her. Wie meine Kollegin, die Frau Dehner, schon gesagt hat, werde ich versuchen, Ihnen am Ende meines Vortrags einen praxisnahen Überblick zu geben, wie man zu einer Entscheidung im Einzelfall für oder gegen eine Frühdiagnostik kommen kann. Die Vorgaben dazu, die Vorinformationen, werde ich versuchen, überblicksartig mit Ihnen zu besprechen, und zwar immer literaturbasiert.
Vorab noch eine Erklärung von mir. Ich habe zu diesem Thema keinerlei Interessenskonflikte. Vor allem deswegen, weil ich keine wirtschaftlichen Interessen an der Demenzdiagnostik habe und auch keine Fördermittel in den letzten 10 Jahren von der pharmazeutischen Industrie angenommen habe. Die Inhalte, die ich Ihnen in den nächsten 54 Minuten vermitteln möchte, sind jetzt ganz aktuell in der Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen erschienen. Ich werde versuchen, Ihnen hier diese Sachen auch so klar und kompakt wie möglich zu vermitteln. Das heißt, ich werde natürlich an manchen Stellen zusammenfassend das Ganze darstellen, aber immer, Sie sehen das hier bei den 5 Themen, die ich der Reihe nach mit Ihnen besprechen möchte, literaturbasiert. Das ist ein wichtiges Credo, das wir uns im Projekt DigiDem Bayern auch verschrieben haben, nämlich, dass die Informationen so wissenschaftlich begründet wie möglich vermittelt und dargestellt werden sollen. Das betrifft meinen Punkt 1 natürlich. Wir müssen uns am Anfang kurz, was ist denn eigentlich eine Frühdiagnostik? Also eine Definition davon anschauen. Dann ist es natürlich als nächstes wichtig zu schauen, wie genau kann denn eine Frühdiagnostik zum gegenwärtigen Zeitpunkt gemacht werden? Denn die Entscheidung später für oder gegen hängt ja auch davon ab, wie genau kann eine Diagnostik im Moment ausfallen. Der dritte Bereich wird sein, ich werde Ihnen anhand von Überblicksarbeiten, die wir, meine Kollegin Frau Lauer und ich, wieder überblicksmäßig zusammengestellt haben, also wir geben einen Überblick über den Überblick, über alle bisher dargestellten Vor- und Nachteile zur Frühdiagnostik. Und dann ist natürlich wichtig, was kann ich denn therapeutisch machen, wenn ich schon diagnostiziert werde? Jeder Arzt weiß, vor einer gezielten Therapie steht die Diagnostik. Umgekehrt, wenn ich diagnostiziere, möchte ich auch gezielt therapieren. Also wichtig für eine Entscheidung ist auch, wie gut ist die Wirksamkeit von Arzneimitteln zur Behandlung der Alzheimer-Erkrankung. Und auch das werde ich jetzt, und da gibt es einen aktuellen Anlass, weil im Moment die Antikörperbehandlung in vielen Munden ist, da werde ich Ihnen einige literaturbasierte Informationen dazu geben. Und zum Schluss dann das, was wir Ihnen vorschlagen, wie man zu einer Entscheidung zur Frühdiagnostik kommen kann. Also für oder gegen abgewogen, das ist dann unser Thema, was wir uns beide in der Publikation dann auch dargestellt haben. Kommen wir zum Punkt 1. Was versteht man unter der Frühdiagnostik der Alzheimer-Krankheit? Ganz einfach, es ist all das, bevor die Krankheit in das Stadium der Demenz übertritt. Demenz, hier sehen Sie das auf der rechten Seite, ist schon die Stufe 4 eines Kontinuums. Das heißt, die Alzheimer-Krankheit beginnt nicht mit der Alzheimer-Demenz, sondern sie beginnt im präklinischen Stadium. AD steht für Alzheimer's Disease oder deutsch Alzheimer-Krankheit. Und präklinisch wäre Stufe 1. Jemand hat überhaupt keine Symptome. Weder, dass er kognitive Beeinträchtigungen, also Beeinträchtigungen von Gedächtnis, Konzentration, Merkfähigkeit und so weiter spürt. Also völlig symptomfrei. Aber eventuell biologische Anzeichen. Da kommen wir nachher dazu. Stufe 2, jemand hat subjektiv, also persönlich den Eindruck, seine eigenen geistigen Fähigkeiten sind nicht mehr so wie vorher. Das wäre subjektive kognitive Beeinträchtigung, Stufe 2. Dann sind wir außerhalb des präklinischen Bereichs, nämlich in dem Prodromialstadium oder dem Stadium, wo dann eine leichte kognitive Beeinträchtigung festgestellt wird. Und das heißt, jemand hat subjektive und man kann schon anhand von Tests objektive Beeinträchtigungen der Kognition feststellen. Aber alltagspraktisch ist man noch
völlig selbstständig und leistungsfähig. Diese Bereiche betreffen dann die Frühdiagnostik. Denn wenn dann die Stufe 4, die Demenz, eintritt, dann sind wir nicht mehr im Bereich der Frühdiagnostik. So, damit haben wir den Punkt 1 fast schon besprochen. Ich will Ihnen hier nur noch mal zeigen, anhand präklinisch, dann leichte kognitive Beeinträchtigung, das Prodromalstadium und dann die Demenz. Das ist hier, was mit dem roten Pfeil hier gezeigt ist, dass man anhand von biologischen Spuren in der Hirnrinde, das ist das, was mit AD-Pathologie bezeichnet wird, also als eine Erkrankungspathologie im Gehirn, Spuren dieses Abbauprozesses, also dieser Degeneration. Das betrifft hauptsächlich die sogenannten A-Beta, das heißt Amyloid-Beta-Proteine. Das sind also Proteine, Eiweißmoleküle, die hier in unlöslichen Komplexen zu beobachten sind. Und das gehört eigentlich nicht in ein gesundes Gehirn. So, und diese Frühdiagnostik ist auf jeden Fall eine Diagnostik, die nicht im Prinzip eine Person allein macht, sondern sie ist ein fachlich interdisziplinärer Prozess. Da spielen medizinische Kompetenz, psychologische Kompetenz, zum Beispiel im Testen und so weiter, eine Rolle. Wir müssen uns jetzt mal fragen, Sie wissen es wahrscheinlich alle, dass wir in Deutschland etwa 1,8 Millionen Demenzbetroffene haben. Aber wenn wir jetzt in die früheren Phasen und Stadien der Alzheimer-Erkrankung gehen, wie schaut es da mit den Zahlen aus? Und da sehen Sie hier, in Deutschland müssen wir davon ausgehen, dass leichte kognitive Beeinträchtigungen, also MCI oder Mild Cognitive Impairment, Englisch, dass diese leichten kognitiven Beeinträchtigungen in Deutschland auch recht häufig vorkommen. Nämlich bei den Menschen mit 75 Jahren und älter, davon sind knapp 20% von einer leichten kognitiven Beeinträchtigung betroffen. Und das sind fast 1 Million in Deutschland. Und wenn man die vor dem 75. Lebensjahr, da gibt es noch keine genauen Zahlen in Deutschland dafür, wenn man das noch hinzunimmt, dann sind wir sicher weit über 1 Million. Und jetzt könnte man sagen, naja, es ist ja nicht so schlimm, dann hat man halt leichte kognitive Beeinträchtigungen. Aber es ist so, dass innerhalb von 5 Jahren von den Menschen mit leichter kognitiven Beeinträchtigungen 72%, wenn diese leichten kognitiven Beeinträchtigungen mit einer Gedächtnisstörung einhergehen, mit Gedächtniseinbußen, das ist die amnestische MCI, dann 72% von denen innerhalb von 5 Jahren in eine Demenz übertreten. Das ist in eine Studie von Inouye und Mitarbeitenden aus dem Jahr 2017, die das sehr genau untersucht haben. Also, wir fassen zusammen. Leichte kognitive Beeinträchtigungen sind relativ häufig eine Vorstufe zu einer Demenz. Kommen wir zum Punkt 2. Wie genau ist die frühdiagnostische Vorhersage möglich? Denn von der Genauigkeit hängt dann ab, wie verlässlich ist das Ergebnis, und das kann ja dann auch wieder die Entscheidung für oder gegen eine Frühdiagnostik beeinflussen. Deswegen ist das ein recht wichtiger Punkt, wie wir da im Moment stehen. Und Sie sehen auf dieser Folie, da haben wir die Daten, die international veröffentlicht sind, hier zusammengefasst. In der Publikation haben wir es noch ein bisschen ausführlicher dargestellt. Ich habe jetzt Ihnen hier die Werte gegeben, sogenannte mittlere meta-analytischen Werte. Das heißt, in großen Überblicksstudien, die wieder mehrere Einzelstudien zusammenfassen. Wie schaut es da aus mit der Genauigkeit? Und ich habe das jetzt hier mal für den gängigsten frühdiagnostischen Wert. Das ist, wenn man das Hirnwasser untersucht, nämlich den Liquor cerebrospinalis, also eine Hirnwasseruntersuchung, und dort Spuren von Veränderungen eines Proteins, dieses sogenannten A-Beta-Proteins, sucht. Und zwar, wenn man dort nach einer Verringerung der Konzentration. Man geht davon aus, dass bei Degenerationen diese A-Beta-Proteine im Gehirn, in der Hirnrinde, unlösliche, also wasserunlösliche Komplexe bilden, die dann dort, ich sage es jetzt mal wegen allgemeinsprachlich, herumliegen im Gehirn. Und in Liquor dann dieser Wert vermindert ist. Das ist eines der gängigsten frühdiagnostischen Parameter.
Und jetzt, wie genau ist das, wenn man sich jetzt überlegt, dass man damit jetzt sagen will, naja, und zwar bei der Frühdiagnostik hat der Mensch ja noch keine Demenz, sondern zum Beispiel im Stadion der leichten kognitiven Beeinträchtigung. Wie genau ist denn dann diese Vorhersage? Und da muss man zwei Sachen, die Sensitivität und Spezifität, unterscheiden. Ich erkläre das jetzt wieder kurz. Von denen Menschen, die dann tatsächlich später eine Demenz bekommen, wie gut war denn die Diagnose, nämlich dass man zukünftig eine Demenz haben wird? Und da sehen Sie, 81% trifft es zu, aber 19% trifft es nicht zu. Und dann gibt es ja noch die andere Möglichkeit, dass man aufgrund dieses Befundes den betroffenen Menschen mitteilt, sie werden später keine Demenz haben, also die Diagnose kein zukünftiger Übertritt. Und das ist die sogenannte Spezifität. Und hier ist die Wert, dass es richtig ist, diese Aussage, nur 64%. Und 36% sind falsch. Also, kurz zusammengefasst, mit Hilfe dieses Parameters und die Werte für die anderen Möglichkeiten, bildgebender Art oder andere Liquor-Parameter, die sind in den metaanalytischen Daten größenordnungsmäßig in einem ähnlichen Bereich. Sie schwanken natürlich etwas, manchmal ist die Sensitivität besser, manchmal die Spezifität, aber größenordnungsmäßig sind wir hier in diesem Bereich. Wir haben also eine Möglichkeit einer gewissen Vorhersage mit einer gewissen Genauigkeit, aber sie ist eben nicht über 90% oder auch nicht über 95%, sondern wir liegen hier bei 81% mit dem, was die Sensitivität anbelangt, und 64% Spezifität. Ich komme zu meinem ersten Zwischenfazit. Und das brauchen wir dann, wenn wir später gewichten wollen, was sind denn jetzt nun die Vor- und Nachteile und was können wir denn für eine Schlussfolgerung für den Einzelfall ziehen. Erstes Zwischenfazit, die Genauigkeit der Frühdiagnose. Das heißt, die Prognose, es wird sich bei Ihnen eine Demenz entwickeln, ja oder nein, hat gewisse Defizite. Also, wenn Sie dran denken, hier bei den APTA 1 bis 42, Liquor-Diagnostik, hier die Einbußen von 19% bei der Sensitivität und 34% bei der Spezifität. Ich komme jetzt zum Bereich 3, nämlich welche Vor- und Nachteile bringt die Alzheimer-Frühdiagnostik mit sich? Ich möchte Ihnen kurz zeigen, wie Frau Lauer und ich hier vorgegangen sind. Denn die Argumente sind rein literaturgestützt. Also das sind nicht die Meinung von uns beiden Autorinnen des Journalartikels, sondern das sind die, die in der internationalen Literatur gegenwärtig verfügbar sind. Wir haben also einen Literaturüberblick gemacht, indem wir nach Überblicksarbeiten, wir haben nicht einzelne Arbeiten, sondern schon selber wieder nach Überblicksarbeiten gesucht, und zwar in den internationalen Literaturdatenbanken PubMed, PsycINFO und Google Scholar. Wir haben uns den Publikationszeitraum 2018 bis 2022 angesehen und haben 7 solche Überblicksarbeiten, die sich mit diesen Vor- und Nachteilen beschäftigen, gefunden. Und haben jetzt eine Inhaltsanalyse gemacht, nämlich haben diese Argumente, die dort in der Literatur stehen, zusammengefasst nach bestimmten Kriterien. Und zwar einmal, wie ist denn inhaltlich diese Argumente zu gliedern, nämlich nach sozialen Aspekten, nach individuellen Aspekten und nach klinischen Aspekten. Und dann haben wir geguckt, sind es jetzt Vor- und Nachteile, die speziell für die Alzheimer-Erkrankung gelten, oder sind es Argumente, die Alzheimer-erkrankungsunabhängig sind, also für andere Ursachen bzw. andere Demenzformen dann gelten. Ich komme später nochmal in den letzten Teil, ich habe noch gar nicht erklärt, das mit der Alzheimer-Erkrankung, ich verwende den Begriff dauernd, ganz kurz vorab. Ich werde Ihnen das nachher aber noch mal kurz zeigen beim nächsten Abschnitt.
Die Alzheimer-Erkrankung ist einfach die häufigste der degenerativen Demenzformen. Es gibt noch andere Formen, da komme ich dazu, aber die häufigste. Man kann grob davon ausgehen, dass etwa 2/3, das schwankt von Studie zu Studie etwas, aber das ist die Größenordnung, 2/3 aller Demenzen auf diese Form der Alzheimer-Demenz dann zurückzuführen sind. Deswegen ist es natürlich interessant, wenn man auch die Vorstufen zur Alzheimer-Demenz, nämlich dann die Alzheimer-Erkrankung, sich insgesamt anschaut, sind diese Argumente speziell für diese Form der Erkrankung oder gelten sie für andere Formen auch? Ah ja, jetzt kommt diese Folie, für die ich gerade schon mündlich was gesagt habe, nämlich die verschiedenen Erscheinungsformen der Demenz. Die müssen wir uns kurz anschauen, bevor ich zu den Argumenten komme. Also, die häufigsten Formen sind die degenerativen Demenzen. Was ist Degeneration? Das ist ein allmählicher Abbau funktioneller Art, also fähigkeitsmäßig von Gehirnfähigkeiten. Und das hat sichtbare im Gehirn biologische Spuren, die man sehen kann. Und das sind bei der Alzheimer-Demenz solche fleckförmigen Veränderungen. Und diese fleckförmigen Veränderungen, diese Plaques, die bestehen eben aus diesen unlöslichen Proteinkomplexen, diesen sogenannten Amyloid-Beta-Proteinen. Der nächste Punkt sind die gefäßbedingten, vaskulär sagt man, gefäßbedingten Demenzformen. Also dass hier in den großen oder vor allem auch in den kleinen Gefäßen, die die Blutversorgung des Gehirns gewährleisten, hier Verengungen sind. Und natürlich dann die Durchblutung verringert ist. Und wenn natürlich die Durchblutung verringert ist, funktioniert das Organ, was nicht mehr so gut durchblutet ist, nicht mehr so gut. Und teilweise kann es dann auch zu Veränderungen der Zellen kommen und vor allem natürlich dann auch zu Funktionseinbußen. Und was wichtig ist, es gibt auch Mischformen zwischen degenerativen und gefäßbedingten Veränderungen. Und dann gibt es den dritten Bereich, die sonstigen Demenzen. Jetzt vielleicht kurz was zur Häufigkeit. Das ist auch immer wegen der internationalen Literatur unterschiedlich. Degenerative Demenzen sind auf jeden Fall die häufigsten Formen. Vielleicht bis zu 70% etwa aller Demenzen. Die vaskulären 20-25%, wenn man die Mischformen mit dazu zählt. Und dann bleiben so grob 5% für die sonstigen Demenzen. Und die bestehen wieder aus zwei Bereichen. Sogenannten primären Demenzen, besondere Ursachen. Also primär heißt, das ist im Gehirn lokalisiert, die Ursache. Aber es hat jetzt nichts mit der Degeneration oder mit der Gefäßveränderung zu tun. Das wäre zum Beispiel der Hirntumor. Hirntumore könnten, also Geschwülste im Gehirn, können auch zu einer Demenz führen. Und das wäre dann eine sonstige Demenz, primär deswegen, weil die Ursache im Gehirn zu suchen ist. Sekundäre Demenzen wären Demenzen, wo die Ursache außerhalb des Gehirns zu suchen ist, wo aber der Einfluss auf das Gehirn übertritt. Und ein typisches Beispiel wäre die Schilddrüsenfunktionsstörung. Wenn die lange Zeit im Alter zum Beispiel nicht erkannt wird, die Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel, dann macht das auch eine kognitive Beeinträchtigung bis hin zu einer Demenz und das wäre dann eine sekundäre Demenz. Das müssen wir deswegen auch wissen, weil das nicht unbedeutsam ist für später, für die Überlegung im Einzelfall, was man denn mit der Frühdiagnostik macht. So, und jetzt komme ich zu den einzelnen Aspekten. Wie gesagt, ich möchte an der Stelle nochmal betonen, dass das jetzt die Zusammenfassung aus 7 Überblicksarbeiten ist. Wir als die Autorinnen, die dahinter stehen, hinter dieser Zusammenstellung, machen keine Bewertung, ob wir diese Argumente jetzt für gut oder schlecht empfinden. Da sind nämlich auch manche individuellen Aspekte, die man vielleicht aus bestimmten kulturellen Hintergründen als nicht positiv betrachtet. Das hat jetzt nichts damit zu tun. Das ist jetzt einfach ein Literaturüberblick. Also erstes Aspekt, fangen wir mit den sozialen Aspekten an. Plus, minus, das soll immer heißen, wird in der Literatur als spricht für eine Frühdiagnostik, minus spricht gegen eine Frühdiagnostik. Und später sehen Sie noch rote eingefärbte Sachen, die wären dann speziell für die Alzheimer-Erkrankung nur gültig. Also, plus Schutz der Betroffenen und der Gesellschaft. Also durch eine Frühdiagnostik können dann auch frühzeitige
gesellschaftlich relevante Maßnahmen getroffen werden, zum Beispiel, ob jemand noch am Straßenverkehr teilnimmt. Und das würde dann bedeuten, dass, wenn er das nicht mehr kann, so recht, dass dann die erhöhte Unfallgefahr für andere vermindert wird. Es hat aber auch gleichzeitig einen Nachteil. Nämlich, umso früher man diagnostiziert wird, kann das zu einer gesellschaftlichen Stigmatisierung. Ein Stigma heißt immer letztlich, dass jemand abgewertet wird, nicht mehr einbezogen wird in bestimmte gesellschaftliche Handlungen, ausgegrenzt wird, schief angeguckt wird. Das wäre eine Stigmatisierung. Und es ist nicht nur den Betroffenen, es ist natürlich auch im sozialen Bereich dann, hat es Auswirkungen, zum Beispiel, dass hier Verlust des Arbeitsplatzes, Einflüsse auf die Krankenakte, auf den Versicherungsschutz, höhere Beiträge möglicherweise, alles natürlich muss abhängig gesehen werden von den verschiedenen Landesrechten. Wir sind ja hier beim internationalen Überblick. Kommen wir zum nächsten Bereich. Sozial immer noch. Nämlich Frühdiagnostik, positiv, zukünftige Kostenentlastung für das Gesundheitssystem durch den flächendeckenden Einsatz frühdiagnostischer Methoden und, wenn es dadurch gelingt, langfristig eine Reduktion des Pflegebedarfs und der Institutionalisierung zu erreichen. Wenn das dadurch gelingt. Man kann es aber auch auf ein Gegenargument darauf aufbauen, nämlich, dass durch die verstärkten frühdiagnostischen Maßnahmen eine höhere Kostenbelastung für das Gesundheitssystem entsteht. Denn manche dieser frühdiagnostischen Verfahren sind auch sehr kostenintensiv. Kommen wir nochmal zu weiteren sozialen Aspekten. Was für die Frühdiagnostik spricht? Erleichterung für die Pflegenden, denn sie haben ausreichend Zeit, sich auf ihre Rolle einzustellen, frühzeitig Unterstützungsangebote in Anspruch zu nehmen, sozusagen viel besser planerisch vorgehen zu können, auch was die eigene Erwerbstätigkeit und ihre Entwicklung anbelangt. Man kann daraus aber auch einen Nachteil sehen. Die sogenannte Spillover-Stigma, wie die Literatur sagt. Das heißt, dass die Stigmatisierung auch auf den Angehörigen überschwappt. Aha, ein Angehöriger eines Demenzerkrankten. Und man damit womöglich im gesellschaftlichen, sozialen Bereich auch Nachteile erfährt. Kommen wir nun zum Bereich der individuellen Aspekte. Die Literatur beschreibt hier Recht auf einen rationalen Suizid, inklusive Abwendung finanzieller und Versorgungsbelastung für Familienmitglieder. Ich lasse diesen Punkt unkommentiert hier stehen, denn so steht er in der Literatur drin. Jeder von uns wird wahrscheinlich seine eigene Meinung zu diesem Punkt haben. Was wieder in der Literatur als Vorteil gesehen wird, die Erleichterung und Verbesserung der Coping, also des Umgangs damit, wenn ich Frühdiagnostik betreibe, weil ich frühes Wissen über Ursachen und Symptome wiederum die Möglichkeit des individuellen sich Einstellens in einem früheren Stadium ermöglicht. Minus, also negativer Punkt, die starke emotionale Belastung durch frühes Wissen, Unsicherheit bezüglich des weiteren Krankheitsverlaufs und gegebenenfalls Depressivität und die Entwicklung suizidalen Verhaltens. Dann wird in der Literatur beschrieben, dass Ängste im Zuge der frühdiagnostischen Untersuchungen, vor allem wenn es auch invasive Maßnahmen sind, entstehen können, die dann bei den einzelnen Individuen zu Sorgen, die damit im Zusammenhang stehen, führen können. Weitere individuelle Aspekte wäre Plus, also positiv zu sehen, Planung und Selbstbestimmung, also selbstbestimmt die Zukunft frühestmöglich und selbstbestimmt zu regeln, also nicht nur ein gültiges Testament zu machen, was sicher beim Stadium der mittelschweren Demenz nicht mehr möglich ist, sondern dass man das frühzeitig und selbstbestimmt planen kann alles.
Negative Seite, frühzeitige Einschränkung der Autonomie. Zum Beispiel, indem durch eine Diagnose ein frühzeitiger Verlust des Führerscheins droht. Und wir haben vorhin schon gesehen, dass wir hier diesen selben Punkt aber auch positiv sehen kann, nämlich im Schutz vor, dass der anderen, die Gesellschaft, die Verkehrsteilnehmenden vor einer erhöhten Unfallgefahr möglicherweise geschützt werden. Also Sie sehen, ein und derselbe Sachverhalt kann so oder so gesehen werden. Kommen wir zu einem Punkt. Sie sehen jetzt hier ganz einfach ein Plus und Minus und dasselbe Sachverhalt, nämlich das Recht des Einzelnen etwas wissen zu wollen, Plus. Und genauso, was dann gegen die Friedrichs spreche, das Recht des Einzelnen etwas nicht wissen zu wollen. Also wir haben es hier mit einem sehr individuellen Aspekt zu tun, im englischsprachigen Literatur Right to Know, genauso wie Right Not to Know, etwas wissen oder nicht wissen zu wollen. Kommen wir nun zu dem dritten Bereich, nämlich zu den klinischen Aspekten. Und Sie sehen hier das erste Mal rot auftauchend, also rot, das spricht hier, ist jetzt speziell zutreffend für die Alzheimer-Erkrankung. Plus, also was für die Frühdiagnostik spricht, nämlich, dass wir durch Frühdiagnostik frühzeitiger und leichter Menschen finden, die dann, wenn sie denn bereit sind, an Studien teilzunehmen, eben frühzeitiger an Studien, in Studien, in klinische Studien eingeschlossen werden können. Und dass wir dadurch die Möglichkeit haben, denn jede Therapieform muss ja erforscht werden, dass wir damit die Möglichkeit haben, mit Personen wissenschaftliche Untersuchungen machen zu können, um die Forschung auf dem Gebiet weiter voranzubringen. Dagegen spricht Limitationen gegenwärtiger Studien. Das hatte ich Ihnen vorhin schon vermittelt, nämlich in der Literatur steht, mangelnde Validierung biomarkerbasierter Methoden. Also Biomarker, das ist zum Beispiel eben, dass man nach diesem Amyloid-Beta-Protein im Hirnwasser sucht. Und zwar vor allem, umso früher man das macht, sagt die Literatur, umso weniger sind diese Methoden, deren Gültigkeit, Validierung heißt Gültigkeit, umso geringer sind die Gültigkeitsaussagen. Also umso höher ist dann die Wahrscheinlichkeit für falsche Aussagen. Und das wird dann auch als Einschränkung für die Frühdiagnostik genannt. Klinischer Aspekt plus, also für Frühdiagnostik, Möglichkeit frühzeitiger Erkennung und Behandlung reversibler Ursachen. Das ist das, was ich Ihnen vorhin erklärt habe. Potenziell reversibel ist ja auch eventuell ist ein Hirntumor, kann operiert werden eventuell noch. Oder die Schilddrüsen unter Funktion wird erkannt und dann kann die relativ gut behandelt werden. Also das ist damit gemeint. Und negativ fehlen kausaler, krankheitsmodifizierender bzw. heilender Prävention und Therapiemöglichkeiten. Also Sie sehen, vier Überblicksarbeiten sagen, wir haben keine kausalen, also an der Ursache der Alzheimer-Erkrankung ansetzenden, heilenden, also das Ganze endgültig stoppenden oder vorbeugenden Therapiemöglichkeiten. Was dafür spricht, dass man vielleicht durch frühzeitige Diagnostik die Menschen zu einem gesünderen Lebensstil motivieren kann. Das kann man aber auch anders sehen. Unklare Wirksamkeit unspezifischer Präventions- und Interventionsmaßnahmen. Das heißt, ein allgemein gesundheitsfördernder Lebensstil ist natürlich auch ohne Diagnose indiziert. Mit Diagnose kann er eventuell stärker motivierend eingesetzt werden. Also es gibt, da komme ich nachher dazu, natürlich Präventionsmöglichkeiten, aber die reduzieren ja nur die Wahrscheinlichkeit des Übertritts von leichter kognitiver Beeinträchtigung zu Demenz. Endgültig etwas aufhalten, im Einzelfall sicher aufhalten, da gibt es im Moment ja noch keine Möglichkeit. Nochmal, und Sie sehen jetzt speziell auf die Alzheimer
Erkrankung bezogen. Für die Frühdiagnostik spricht, dass man mit, dadurch, dass es sehr viele Aspekte gibt, die da zu berücksichtigen sind, also Komplexität. Es geht ja um klinische Punkte, neuropsychologische, also wie fallen die kognitiven Fähigkeiten und die sonstigen Fähigkeiten aus? Und wie sieht es dann biologisch aus? Gibt es andere Erkrankungen oder wie schauen dann eben die Biomarker aus? Dass durch diese Komplexität die Biomarker, also die Frühdiagnostik, einen Vorteil gibt gegenüber der rein klinischen Vorhersage. Also klinisch heißt Symptome und testpsychologische Untersuchungen, also die Objektivierung der kognitiven Fähigkeiten. Und dass ich hier mit der Frühdiagnostik, ich habe Ihnen ja vorher die Werte zur Sensitivität und Spezifität, also zur den verschiedenen Vorhersagemöglichkeiten des Übertritts genannt, dass es hier einen Zusatzgewinn gibt. Minus wird in der Literatur genannt, dass die eine eingeschränkte Genauigkeit haben. Das habe ich Ihnen vorhin, wie gesagt, an der einen Folie gezeigt. Denn sicher, das habe ich vielleicht vergessen, sicher kann ich eine Alzheimer-Erkrankung nur nach dem Tod anhand der Gewebeuntersuchung des Gehirns feststellen. Wie gesagt, das Argument Plus hatten wir gerade nochmal gehabt. Es gibt hier, das passt einfach nicht auf eine Folie, deswegen hier die ergänzenden weiteren Sachen, die dagegen sprechen. Wir haben natürlich, wenn wir falsche Aussagen, also falsch negativ heißt, ich sage, jemand bleibt gesund und es stimmt nicht. Das wäre falsch negativ. Das hat natürlich, wenn diese Aussage, Sie bleiben gesund, die jetzige Diagnose heißt, Sie werden nicht übertreten. Dadurch, dass das, wenn das natürlich falsch ist, hat das natürlich, heißt es, dass diese Person eigentlich hätte, wenn es denn mal Behandlungsmöglichkeiten guter Art gibt, dann hätte diese Person die ja nicht in Anspruch genommen, weil man ja gesagt hat, sie werden nicht übertreten in eine Demenz. Und dasselbe gilt für die falsch positiven Diagnosen. Also ich sage, die Diagnose heißt, sie werden übertreten später in eine Demenz. Und wenn das nicht stimmt, bekäme jemand eine Behandlung, die er gar nicht bräuchte. Ich komme deswegen zu meinem zweiten Zwischenfazit. Die Argumente für und gegen eine Frühdiagnostik müssen individuell besprochen werden. Sie sehen, das ist nicht so, dass man einfach allgemein sagen, aha, das überwiegt grundsätzlich. Nein, das ist eine Einzelfallentscheidung. Und da komme ich dann in meinem letzten Punkt nochmal drauf zu sprechen. Lassen Sie uns zu meinem vorletzten Punkt kommen. Nämlich lässt sich die Alzheimer-Krankheit durch Arzneimittel wirksam behandeln. Dieses Thema hat in den letzten 5-6 Monaten nochmal an deutlicher Dynamik gewonnen. Insgesamt seit 2 Jahren viel stärker in dem öffentlichen Interesse und der Wahrnehmung. Und das möchte ich Ihnen jetzt erläutern. Nämlich, der Ausgangspunkt ist der, seit 20 Jahren haben wir keine Neuzulassung eines Arzneimittels gegen die Demenz, also zur Behandlung der Demenzerkrankung in Europa. Ich muss Ihnen kurz, damit Sie das Prinzip dieser Therapie verstehen und dann vielleicht auch die Ergebnisse verstehen können. Was ist jetzt eigentlich bei der Alzheimer-Krankheit das Besondere? Wir können im Gehirn, Neuropathologie heißt krankhafte Veränderungen im Gehirn, diese hier braun zu sehenden, fleckförmigen Veränderungen, die hat übrigens Alois Alzheimer im Jahr 1907 im Mikroskop zum ersten Mal schon gesehen und beschrieben. Das sind, und das wissen wir jetzt, aus was die bestehen hauptsächlich aus unlöslichen Komplexen, also unlöslichen Verbindungen aus dem Protein Beta-Amyloid. Und das ist das wichtigste Zeichen der Alzheimer-Erkrankung im Gehirn. Und das merken wir uns, dass das Ziel der Therapie ist, diese fleckförmigen Veränderungen zu senken oder sie sogar zu beseitigen. Und da wurde historisch gesehen ein erster Versuch unternommen. Nämlich, das ist schon über 20 Jahre her, nämlich eine aktive Impfung. Immunisierung heißt Impfung in dem Fall gegen dieses Beta-Amyloid. Man hat also das Immunsystem
Wir behandeln Menschen so verändert durch eine Impfung, dass das Immunsystem Antikörper, also Abwehrstoffe, gegen dieses Beta-Amyloid gebildet haben, damit es dann aufgelöst wird. Und diese Auflösung hat übrigens zum größten Teil geklappt. Aber jetzt kommt, die Annahme war, dass wenn man diese fleckförmigen Veränderungen reduziert oder stark vermindert oder vielleicht sogar zum größten Teil wegbekommt, dass dann auch die klinische Symptomatik besser wird. Also dass den Menschen es besser geht. Dass das Kurzzeitgedächtnis zum Beispiel wieder gut funktioniert. Im Tierversuch hat man solche Verbesserungen festgestellt. Das Ergebnis dieser Impfung, dieser aktiven Impfung gegen Beta-Amyloid war, leider muss man sagen, dass es lebensbedrohliche Nebenwirkungen gab, nämlich Gehirn- und Hirnhautentzündungen. Die waren so schwer, dass sie zum Teil zum Tode geführt haben und deswegen musste die Studie sofort abgebrochen werden. Aber es gab ja aktiv geimpfte Menschen, das will ich nur daran erinnern, weil da komme ich später nochmal dazu, die meisten haben ja das überlebt und die dann auch weiterhin untersucht werden können. Deswegen, weil es zu gefährlich ist, hat man sich gedacht, naja, dann macht man einmal passive Immunisierung. Passive Immunisierung heißt, man erzeugt außerhalb des Körpers solche Abwehrstoffe, Antikörper. Im Labor werden die erzeugt und die stammen aus einem Klon. Also die sind identisch, die sind vermehrt einfach im Labor und deswegen monoklonal. Und Antikörper auf Englisch Antibodies, daher heißen diese Medikamente hinten immer MAP. Solanezumab, Aducanumab. MAP steht für Monoclonal Antibodies, also diese monoklonalen Antikörper. Und Sie sehen hier ein bisschen, habe ich die Historie der letzten 7 Jahre aufgeführt. Da sind inzwischen 5 dieser Antikörper erprobt worden, Solanezumab, Aducanumab, Gantenerumab, Lecanemab und Donanemab zuletzt. Und Sie sehen, zuletzt Lecanemab hat in den USA die Zulassung zur Behandlung erhalten. Wie das in Europa aussieht, da steht die Entscheidung noch aus. Und da möchte ich Ihnen etwas zeigen, wie das ausschaut. Aber wir müssen, um die Ergebnisse zu verstehen, vorher 2 Dinge miteinander besprechen. Nämlich, was ist ein signifikantes Ergebnis und was ist ein effektstarkes Ergebnis, also ein wirkstarkes Ergebnis. Es ist nämlich zwar was Unterschiedliches. Und das möchte ich Ihnen anhand von 2 Beispielen kurz erklären. Die Zauberformel in den statistischen Analysen heißt immer signifikantes Ergebnis. Ich habe Ihnen mal ein einfaches, praktisches Beispiel mitgebracht. Und zwar die Frage nämlich, ob die Geburtenrate in Deutschland, Geburten von Jungen und Mädchen, ob das gleich ist. Also ob gleich häufig Jungen oder Mädchen geboren werden. Und wenn wir uns das anschauen, wir könnten uns mal eine Stichprobe bei Neugeborenenraten in einer Stadt mal 100 Personen anschauen, dann erwarten wir 50 Jungengeburten, 50 Mädchengeburten. Schauen wir uns eine größere Stadt an, die dann vielleicht in einem Jahr 1000 Geburten hat, dann müsste es 500 zu 500 sein. Bei 10.000 bis 5.000 zu 5.000 sein und bei 100.000 Geburten, wenn wir ganzes Register, ganz Deutschland zusammenschalten, des Statistischen Bundesamtes die Daten, dann müsste es 50.000 zu 50.000 sein. Jetzt schauen wir uns mal die tatsächlichen Geburten an. Bei 100 könnte es ja sein, dass 49 Mädchen und 51 Jungen geboren werden. Was würden Sie jetzt sagen? Nur 49 zu 51, naja, das ist schon noch ziemlich das Gleiche, oder? Oh, gerade mal eins in die andere Richtung. Also wenn da ein Junge weniger und dafür ein Mädchen mehr, dann wären es 50 zu 50. Also das ist doch ziemlich noch sehr wahrscheinlich gleich verteilt. Wenn Sie sich 1000 Geburten anschauen und sehen 490 Mädchen, 510 Jungen, ist das noch gleich? Wenn Sie sich 10.000 anschauen und beobachten 4.900 Mädchen, 5.100 Jungs, würden Sie sagen, oh, vielleicht ist das doch nicht gleich, die Wahrscheinlichkeit Jungen und Mädchen Geburten. Und wenn Sie sich 100.000 Geburten anschauen und kriegen raus 49.000 Mädchengeburten, 51.000 Jungengeburten, da muss doch ein Unterschied sein zwischen Jungs und Mädchen. Und man kann jetzt ganz einfach, so wie ich es jetzt mit Worten gedeutet habe, die Wahrscheinlichkeit berechnen. Das ist wie eine Sache mit Würfeln, wie beim Lotto. Wahrscheinlichkeitsberechnungen. Sie können die Wahrscheinlichkeit berechnen,
wie wahrscheinlich ist es, wenn es wirklich gleich verteilt ist? Und dann kommt eine Verteilung nicht 50-50 raus, sondern 49-51. Das können Sie ausrechnen. Die Wahrscheinlichkeit, dass durch Zufall 49-51 rauskommt, wenn eigentlich 50-50 zu erwarten wäre. Und jetzt, glaube ich, intuitiv merken Sie, dass die Wahrscheinlichkeit 49.000-51.000, die Wahrscheinlichkeit, dass das nach Zufall entsteht, obwohl in Wirklichkeit eigentlich 50.000-50.000 rauskommen müsste, dass das schon sehr unwahrscheinlich ist. Und genau das ist die statistische Signifikanz. Sie sagt einfach, wie wahrscheinlich ist ein Ergebnis, das ich beobachte, 49.000-51.000, wenn wir annehmen, dass in Wirklichkeit gleich wahrscheinlich ist, nämlich 50.000-50.000. Und umso höher diese Fallzahl ist, umso weniger wahrscheinlich ist es, dass das Ergebnis nach Zufall entsteht. Und das ist die statistische Signifikanz. Das Verhältnis, nämlich der Unterschied, die Stärke des Unterschieds ist aber genau gleich. 49-51, 49.000-51.000, das Verhältnis ist immer 49%-51%. Also eigentlich kein großer Unterschied von der Größe des Unterschieds. Aber weil die Fallzahl immer mehr zunimmt, wird das Ergebnis immer unwahrscheinlicher. Das heißt, das Ergebnis ist immer signifikanter. Das heißt, es ist immer wahrscheinlicher, dass es kein Zufallsergebnis ist, wenn man annimmt, dass es gleichwahrscheinlich ist. 49.000-51.000 ist sehr unwahrscheinlich, dass es nach Zufall entsteht, wenn in Wirklichkeit das gleich verteilt ist, nämlich 50.000-50.000. Also wir halten fest, umso höher die Fallzahl, umso größer wird auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein kleiner Unterschied statistisch signifikant wird. Wie schaut es nun mit dem Effektstärke aus? Das ist ganz was anderes, ob ein Ergebnis klinisch bedeutsam ist. Also ob es bedeutsam ist, dass 49% Mädchen und 51% Jungen auf die Welt kommen. Ist dieser Unterschied bedeutsam unterschiedlich von 50-50? Und das ist das, was man mit Effektstärke bezeichnet. Und ich habe Ihnen hier einfach mal ein Beispiel mitgebracht von einer psychosozialen Intervention, also motorisch, alltagspraktisch, kognitiv und sozial-kommunikativ. Was bewirkt das, wenn man das ein Jahr lang bei leicht und mittelschwer Demenzerkrankten im Pflegeheim anwendet? Und Sie sehen hier, bei der Maßnahme war es so, dass die kognitiven Fähigkeiten ein Jahr lang, blaue Linie, auf dem gleichen Niveau geblieben sind. Also die Symptome haben sich nicht verschlechtert. Während in der Kontrollgruppe, wo diese Maßnahme nicht durchgeführt worden ist, die Kognition sich weiter verschlechtert hat. Und diesen Unterschied jetzt, Sie sehen ja am Anfang was ziemlich genau gleich, ich sage immer, die Schere geht auf bei sowas. Diesen Unterschied, da gibt es einen Wert dafür, der in der Statistik verwendet wird. Es ist zum Beispiel der D-Wert nach Cohen. Cohen ist der, der es beschrieben hat. Und da gibt es eine Übereinkunft, hier habe ich die Literatur zitiert, wenn der Wert über 0,5 ist, dann ist der Effekt mittelstark. Und wenn er über 0,8 ist, dann haben wir schon einen großen Effekt. Also dieser Unterschied zwischen der einen und der anderen Gruppe, schauen wir uns einmal an, ob er überzufällig ist, also statistisch signifikant, und auf der anderen Seite, wie ausgeprägt ist er, wie klinisch bedeutsam. Und da können Sie sich überlegen, ob 49% Jungs und 51% Mädchen, ob das jetzt richtig bedeutsamer, klinisch bedeutsamer Unterschied ist oder nicht. Denn die Effektstärke dieses Unterschieds ist unter 0,2. So, und jetzt schauen wir uns die Ergebnisse zu Lecanemab an, die von Van Dijk et al. Im Januar diesen Jahres veröffentlicht worden sind. Es geht bei diesem Antikörper, also zur Wiederholung nochmal kurz, es ist also die passive Impfung gegen diese fleckförmigen Veränderungen im Gehirn, gegen diese Flachs, gegen dieses fleckförmige Verändern. Die Antikörper müssen einmal im Monat mit einer Infusion in die Blutbahn der Personen per Infusion gegeben werden. Und dann muss man sich überlegen, was sie im Gehirn machen. Ich gleich mal vorausgreifen. Diese fleckförmigen Veränderungen waren deutlich reduziert. Die Frage ist, was passiert jetzt klinisch?
Und hier sehen Sie den Verlauf, die Wirkung auf die kognitiven Fähigkeiten. Das heißt, über die Zeit haben die Fähigkeiten in beiden Gruppen, dort das Orange ist Lecanemab, also mit der Behandlung, mit der monatlichen Infusion mit den Antikörpern, nachgelassen. Und die blaue Kurve ist Placebo. Da hat man die Infusion halt mit wahrscheinlich Kochsalz gemacht. Also da war kein Antikörper drin. Jetzt schauen wir uns mal an, ist das Ergebnis signifikant und wie stark sind die Effekte? Es wurden in der Studie 1734 Personen eingeschlossen. Also, Sie sehen in der Lecanemab 859 Leute und in der Placebo-Gruppe 875. Also wir haben hier eine große Fallzahl. Und Sie sehen hier die, das sind so Werte, Punktwerte, 24,4, 24,5, die Ausgangswerte dieses Tests. ADAS-COG ist ein Testwert für die kognitiven Fähigkeiten. Nach 18 Monaten wurden die Werte, die man im ADAS-COG, die Rohwerte, also wie sie eben gemessen worden sind, im Durchschnitt nicht mitgeteilt in der Veröffentlichung. Deswegen steht hier ein Fragezeichen. Man hat nur bereinigte Mittelwertdifferenzen veröffentlicht. Also Mittelwert heißt Unterschied zwischen Anfang und Endwert. Und den auch noch sozusagen multivariat bereinigt. Und Sie sehen, dass da die Mittelwertsdifferenz bei einem Test ADAS-COG 14, da muss ich jetzt aufpassen. Ich glaube, der hat 0 bis 80 Punkte. Aber das nicht mit Gewähr, aber eine relativ hohe Punktzahl, dass die Verschlechterung der Kognition in der Placebo-Gruppe 5,6 Punkte war und in der Lecanemab 4,1 Punkte. Es war also 1,4 Punkte bei einer Skala, die etwa zwischen 70 und 80 Punkten hat, Verminderung der Abnahme der kognitiven Fähigkeiten. Und jetzt müssen wir uns anschauen, welche. Das war erstens mal ein statistisch signifikantes Ergebnis. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das zufällig entsteht, obwohl kein Unterschied zwischen den beiden Gruppen ist, ist sehr gering. Es muss also einen Unterschied rein von der zufälligen Wahrscheinlichkeit her geben. Aber wie groß ist dieser Unterschied? Deswegen die Effektstärke. Und da sehen Sie, die ist schwer zu berechnen, wenn man die Daten nicht wirklich vollständig hat. Weil ja die Rohwerte nach 18 Monaten nicht mitgeteilt worden sind. Wenn man jetzt die adjustierte Mittelwertsveränderung hernimmt und die Standardabweichung abschätzt aus der ersten Standardabweichung zu T0, und sagt, die ist nicht größer geworden. In der Regel wird sie größer im Verlauf einer Studie. Aber konservativ gedacht, sie bliebe gleich, die Standardabweichung. Dann bekommen wir auf eine Effektstärke, die gerade ein bisschen unter 0,2 liegt. Das heißt, wir haben keinen klinisch bedeutsamen Effekt, wenn man das mit der Einteilung nach Cohen vergleicht. Signifikant ist das Ergebnis, aber klinisch von der Effektstärke her nicht bedeutsam. Ich komme zu meinem Fazit zu Lecanemab. Die Menge an Beta-Amyloid im Gehirn verringert sich unter Lecanemab deutlich. Also diese Plaques werden deutlich weniger. Aber klinisch betrachtet ist die Wirkung gering, niedrige Effektstärke. Wir haben es mit einer leichten Verringerung der Verschlechterung zu tun. Bei relevanten unerwünschten Wirkungen, es wurde mitgeteilt, dass sich die zerebralen Mikroblutungen von 7 in der Placebo-Gruppe auf 14% verdoppelt haben in der Behandlungsgruppe. Und die Behandlungskosten sind zu erwarten, dass sie sehr hoch sind. Das ist, glaube ich, für mich, ich konnte leider noch keine Auskünfte bekommen, was die Kosten sind. Bei Aducanumab, damals im Sommer 2021, wurde gesagt, dass die Behandlungskosten wohl pro Jahr 56.000 US-Dollar betragen würden. Kann diese Behandlung, ist der letzte, vorletzte Punkt, kann die kausal sein, also ursächlich? Und da ist eine Arbeit aus dem Jahr 2019 aus der Arbeitsgruppe von Nickel und Mitarbeitenden ganz wichtig. Ich zitiere einfach aus der Zusammenfassung.
Wir führten über 15 Jahre eine neuropathologische Postmortem-Studie. Also man hat all diese Fälle, die diese aktive Impfung damals, Anfang der Nullerjahre, überlebt haben, durchschnittlich 15 Jahre lang weiterverfolgt und hat darum gebeten, dass man nach dem Tod die Gehirne untersuchen kann, dieser Personen. Und was man festgestellt hat, war sehr interessant, dass bei den meisten Personen, die aktiv dagegen geimpft worden sind, die praktisch 14 Jahre lang frei blieben von diesen Plaques. Diese Plaques sind einfach auch nicht mehr entstanden. Diese Gehirne waren frei von diesen braunen Flecken da, die ich Ihnen da vorhin gezeigt habe. Aber Sie schreiben, trotz dieser Veränderung der Alzheimer-Pathologie hatten die meisten Patienten inzwischen eine schwere Demenz entwickelt. Die Schlussfolgerung daraus kann nur sein, dass das Entfernen der fleckförmigen Veränderungen nichts an der ursächlichen kausalen Geschehen der Alzheimer-Demenz wirklich verändert. Weil sonst müsste hier ein anderes Ergebnis entstanden sein. Fazit, da es keine wirksame, das heißt effektstarke Arzneimitteltherapie der Alzheimer-Krankheit gibt, liegt die Sinnhaftigkeit der Demenzfrühdiagnostik auf der Suche nach anderen, prinzipiell behandelbaren Ursachen kognitiver Defizite. Wenn es also nur eine Alzheimer-Krankheit gäbe, die ich jetzt nicht wirksam behandeln kann, dann bräuchte ich ja auch keine Frühdiagnostik machen, weil das hätte dann keine Konsequenzen, keine therapeutischen. Aber so einfach ist es eben nicht. Und deswegen möchte ich Ihnen jetzt zum Schluss unser Modell kurz erklären, wie man zu einer individuellen Entscheidung kommen kann. Vorher noch die Risikofaktoren, sagt die S3-Leitlinie Demenzen, also die höchste Kompetenzleitlinie, die es in Deutschland gibt. Vaskuläre Risikofaktoren, also gefäßbedingte, sind zum Beispiel der Bluthochdruck, Diabetes, zu viel Blutfette, also Hypercholesterinämie zum Beispiel, zu erhöhtes Körpergewicht, Rauchen, stellen als Risikofaktoren für eine spätere Demenz. Daher trägt deren leitliniengerechte Diagnostik und frühzeitige Behandlung zur Prävention, also zur primären Prävention einer späteren Demenz bei. Ich kann es vielleicht nicht sicher verhindern, aber ich kann die Wahrscheinlichkeit reduzieren damit. Das heißt, Primärprävention einer späteren Demenz beitragen. Weitere Risikofaktoren, die hier nicht genannt sind, da gebe ich eine Überblicksarbeit, hier zum, nenne ich hier von Yu et al., wären mangelnde körperliche Aktivität, mangelnde geistige Aktivität, Schlafmangel, und sowohl quantitativ als auch qualitativ, die Depression, wichtig, die Stress, also starker belastender Stress und Kopfverletzungen. Also Kopfbälle beim Fußball und Boxenschläge auf den Kopf zu bekommen, sind erhebliche Krafteinwirkungen und fördern die Demenzentwicklung. So, zum Schluss, Punkt 5. Wie kann in der Praxis eine gute Entscheidung gefunden werden? Das ist jetzt der Vorschlag von Frau Lauer und mir. Zusammengenommen aus all dem, was ich Ihnen jetzt erläutert habe. Wir müssen davon ausgehen, wieder von diesen drei Stufen. Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Also jemand hat noch keine Demenz, Frühdiagnostik. Stufe 1, Symptomfreiheit. Jemand kommt und sagt, ich fühle mich eigentlich total fit, objektiv gesehen, hat dann auch keine kognitiven Beeinträchtigungen. Was mache ich jetzt? Klar, der Pfeil hier nach unten links, Empfehlung eines allgemein gesundheitsförderlichen Lebensstils. Ich habe Ihnen auf den letzten zwei Folien gezeigt, was man da empfehlen kann, was da evidenzbasiert ist. Kommen wir zu den Personen mit Stufe 2 oder 3. Stufe 2 heißt ja, der Mensch hat subjektive Beeinträchtigung, fühlt, dass irgendwie das nicht mehr so gut klappt im Kopf. Und Stufe 3 wäre, er hat diese subjektiven Beeinträchtigungen und ich kann auch noch in Tests ein beginnendes Nachlassen der Fähigkeiten objektivieren, also feststellen. Da würde man die Personen jetzt, und jetzt greift es, was ich Ihnen vorhin mit Plus und Minus gesagt habe, die Aufklärung des Patienten über die Vor- und Nachteile. Ich muss die Personen im Einzelfall, ist meine Meinung, über diese Palette der Plus-Minus-Punkte der Vor- und Nachteile im Einzelfall aufklären. Und daraus kann dann eine wichtige Entscheidung des Patienten nämlich kommen. Nämlich, wish to know, also ich will jetzt wissen, was mit mir los ist, oder ich will es doch nicht wissen. Bei doch nicht wissen wäre dann keine Demenzfrühdiagnostik und die Empfehlung eines allgemein gesundheitsfördernden Lebensstils der Weg. Wenn der Wunsch des Patienten lautet, ich will wissen, was los ist, macht man dann die Demenzfrühdiagnostik?
Und jetzt gibt es drei Optionen, was da rauskommen kann. Es kann sein, dass es für eine, die Diagnostik für eine Alzheimer-Krankheit spricht. Wir wissen, es gibt falsch positive und falsch negative Ergebnisse, aber trotzdem, es ist ein Zugewinn in dem Fall mit der Frühdiagnostik, dass ich hier die Sicherheit der klinischen Diagnostik, der rein klinischen, erhöhen kann. Und wäre jetzt eine, was jetzt spreche für eine Alzheimer-Erkrankung, da es keine ursächliche wirksame Behandlungsmöglichkeit gibt, Empfehlung eines allgemein gesundheitsfördernden Lebensstils. Zweite Möglichkeit, ursächlich behandelbare primäre und sekundäre Demenzen. Stichworte, die ich gegeben habe, Hirntumor, Schilddrüsenunterfunktionsstörung, auch einmal schwerer Vitaminmangel und so weiter. Solche Dinge machen ungefähr 3-5% aller Demenzen aus, immerhin fast jeder 20. kann man sagen. Da würde ich dann natürlich aufklären über die Therapieoptionen und kann dann diese Therapie durchführen. Beispiel Schilddrüsenfunktion zu behandeln, wenn es eine Schilddrüsenfunktionsstörung ist. Dritte Möglichkeit, es gibt andere Ursachen für das kognitive Nachlassen. Ich nenne jetzt hier nur ein Beispiel, die Depression. Kommt raus, dass die kognitiven Beeinträchtigungen eigentlich aufgrund einer depressiven Veränderung die Folge sind, kann ich hier wieder über die Therapieoptionen aufklären und behandeln. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die sich diesen ganzen langen Weg bis hin zu einer Möglichkeit einer rationalen Entscheidungsfindung bei dem Thema Frühdiagnostik hier mitgemacht haben. Sie sehen hier die Literatur, die verwendet worden ist. Und ich bedanke mich vielmals für dieses Interesse und freue mich auf die Aussprache und hoffe, dass Ihnen ein Impuls gegeben worden ist, selbst in Ihrem Lebensumfeld damit etwas anzufangen. Vielen Dank nochmal. Ja, auch vielen Dank an Sie, Herr Professor Greise, für Ihren Vortrag. Das waren wirklich sehr spannende Einblicke in die Kontroverse der Alzheimer-Frühdiagnostik und auch den verschiedenen pharmakologischen Therapieansätzen zur Behandlung der Alzheimer-Demenz.